So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 3.3.2017. Ich kann meine Stimme im Hintergrund hören, das ist sehr gut. Und ich kann auch das Bild sehen und das ist auch sehr gut. Und damit ja, können wir durchstarten, weil das bedeutet nämlich, dass die Technik steht. Der Dow Jones rutscht unter die 21.000 Punkte Marke zurück. Ich habe gestern eine sehr, sehr schöne Grafik dort oder einen Retweet habe ich abgesetzt gehabt, weil es das so perfekt illustriert hat. Da können wir uns gleich mal anschauen. Das hat einen ziemlich amüsanten Charakter. Kommt einem schon fast vor wie ein Crash, oder? Also jetzt, dass der Dow Jones mal von seinen Allzeithochs und den Hochs, die er am Mittwoch dort markiert hat, um 21.170, glaube ich, ist es gewesen, roundabout, Punkten, dass der von dort mal 200 Punkte zurücksetzt. Man führe sich bitte vor diesem Hintergrund, man führe sich bitte vor Augen, dass wir über 21.000 Punkte notieren. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, eine Korrekturbewegung jetzt von den Hochs hier, von dort rund 21.170 bis jetzt 20.970 Punkte. Das entspricht 200 Punkten, das ist immer noch nicht mal 1% der Korrekturbewegung. Und vor allem, das erstreckt sich ja jetzt hier über schon anderthalb Handelstage, beziehungsweise in den Schluss hinein sind ja schon erste Gewinnmitnahmen dort auf den Weg gebracht worden. Also das ist noch alles andere als eine riesengroße Bewegung und dergleichen, die da ansteht. Wobei man natürlich schon den Eindruck gewinnt, nach oben wird die Luft jetzt mittlerweile schon arg dünn. Und ich möchte in dem Zusammenhang jetzt, wie gesagt, ganz kurz hier einmal diesen Tweet zeigen, einfach weil ich ihn so ziemlich gut fand. So. Auf diese Grafiken kommen wir gleich noch zu sprechen. Hier, 2017, neue Definition, die sich jetzt so hier entwickeln, 0,1%iger Rücksetzer in einem Index, in dem Fall im Dow Jones, da reden wir schon von einem Dip, ja, 0,2%, das ist ein Pullback, also das ist dann schon wie soll ich Pullback übersetzen, na, Rücksetzer ebenfalls, ja, 0,5%, das ist dann schon eine Correction, das ist dann schon eine fortgeschrittene Regression vielleicht, möchte man sagen, die allerdings noch nicht das Bull insgesamt eindämmt oder eintrübt oder dergleichen. Bei 1% Minus, da haben wir schon panikartige Verkäufe und bei 5% Minus, da sprechen wir wahrscheinlich von einem Bärmarkt. Das ist insofern ganz amüsant, als dass man sich gut vorstellen kann, dass wenn sich diese Bewegung auf der Unterseite beginnt, so ein bisschen zu beschleunigen und der Dow Jones mal bis in den Bereich hier so um 20.000 Punkte vielleicht zurücksetzt, also da reden wir einfach von einer Korrektur von eben ungefähr rund 5%. Das Problem ist nur, dass das punktetechnisch dann schon ungefähr 1.000 Punkten Abschlägen entspricht. Und 1.000 Punkte Abschläge, besonders wenn man halt im kurzfristigen Bereich unterwegs ist, da kommt man dann relativ zügig doch auf die Idee zu sagen, hups, ja, sind wir jetzt schon in einem Bärmarkt angekommen oder dergleichen. Nein, auf gar keinen Fall. Also das kann man... kann man jetzt schon definitiv, kann man das negieren, wenn wir eine Korrektur, eine etwas fortgeschrittene Bewegung mal zu sehen bekommen. Und wenn sich diese Bewegung jetzt vielleicht in den kommenden Tagen beschleunigt, dann ist das eine Korrektur, die relativ ausgeprägt anmutet, besonders in den untergeordneten Zeitebenen, aber es ist kein Bärenmarkt oder dergleichen. Vom Bärenmarkt, ich weiß gar nicht, die Definition dafür, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch aktuell ist, aber ich glaube, das war mal da war mal die Rede von, glaube ich, 30%, so als grobe Daumenregel, die ein Markt eben Abschläge zu sehen bekommen müsste. Das entspräche also bei den aktuellen Indexständen hier einer Korrektur von über 6.000 Punkten. Also dann würden wir in diesem Zusammenhang, würden wir im Dow Jones, würden wir Rücksetzer sehen bis in diese Gefilde hier ungefähr. Das wären so die 2016er Jahrestiefs, Pi mal Daumen, in die man dort zurücksetzen würde. Und selbst da müsste man sich schon noch die Frage stellen, wäre das wirklich dann auch ein Bärenmarkt, weil dieser Aufwärtstrend, der ja schon seit Jahren besteht, findet in diesem Bereich ein sogenanntes relatives Tief, wenn man das mal ein bisschen größer betrachtet. Das bedeutet etwas anders, solange wir oberhalb dieses Levels handeln, ist dieser Bullenmodus weiterhin eigentlich auch intakt. Klar kann man jetzt dann kürzerfristig sich das anschauen und dann argumentieren, aber wenn wir hier drunter fallen würden schon, das waren so die Trump-Tiefs um 17.500 Punkte. Das sind allerdings erstens ziemlich ungelegte Eier und zweitens einfach nur mal der aktuellen, um das aktuelle Bild mal so ein bisschen einzuordnen. Ja, also auch diese Korrekturbewegung, die wir jetzt da eingeleitet haben, ja, Korrektur, warten wir mal ab, wie sich heute die US-Märkte heute Nachmittag präsentieren. Fakt ist auf jeden Fall, es kann durchaus in den Wochenschluss volatiler werden. Wir wissen, dass Janet Yellen heute Abend um 19 Uhr spricht.
Und es ist insofern eine super interessante Konstellation, weil ja unter der Woche, seit Dienstagabend im Großen und Ganzen, und besonders gut kann man das ja im Dollar-Japanischen Yen sehen, seit Dienstagabend hat sich ja hier ein Trade entwickelt, den man als March-Hike-Trade bezeichnen könnte. Also ein Trade, der darauf abzielt, dass es zu einer Zinsanhebung der Fed kommt im März. Die Wahrscheinlichkeit, ich glaube zeitweise ist sogar jetzt über 90% gewesen. Wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalb dieses Levels stabilisiert, sind aber so ungefähr über den Daumen gepeilt, glaube ich, Pi mal Daumen, bei roundabout deutlich über 80%, wo wir uns stabilisieren. Also alles in allem kann man sagen, dass da eine Zinsanhebung seitens der Fed nahezu eigentlich schon vollständig eingepreist ist derzeit in den Markt. So. Und das basierend auf entsprechenden Kommentaren, infolgedessen auch der enttäuschende Auftritt von Donald Trump vor dem US-Kongress ins Hintertreffen geraten, also hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt, auch dass er nicht geliefert hat. Man kann ja auch, ich habe da auch jetzt schon zwei, drei Betrachtungen zu gelesen, und das hatte auch schon, ich glaube, Marie war es sogar hier im Morning Meeting erwähnt in der Chatbox, die sagte ja, dass ja auch die Schuldenobergrenze wieder eine Thematik werden könnte. Ich habe das zunächst so als, ja, eigentlich ein Thema, was schon häufiger durchgekaut worden ist und kein Thema sein sollte, eigentlich so, ja, fast schon abgetan. Was aber jetzt natürlich im Nachgang klar wird, ist, oder wenn man sich ein bisschen detaillierter damit auseinandersetzt, diese Schuldenobergrenzen-Thematik, die kann schon ziemlich interessant werden, weil es nämlich dort, ich glaube, mit Böhner und Obama damals eine Vereinbarung gab, die es nicht mehr so leicht macht, die Schuldenobergrenze ohne Probleme anzuheben. Und man muss sich auch Folgendes vor Augen führen: wenn man das kombiniert mit den Aussagen Donald Trumps Make America Great Again, fiskalpolitische Stimuli hochfahren, Ausgaben ankurbeln, dann wird klar, dass der gar nicht so einen riesengroßen Spielraum hat. Umso überraschender, ehrlich gesagt, dass es dort dann zu solch einer Rallye kam. Also ist es tatsächlich dann der Trump-Trade, der da stattfindet? Ist es eine blinde Spekulation, die wir hier zu sehen bekommen? Oder ist es nicht irgendwie vielleicht Teil eines größeren Plans, möchte man schon fast sagen? Irgendwie, dass man das Gefühl jetzt mittlerweile beginnt, dass dort eine riesengroße Umverteilung stattfinden soll. Das mit den Retail-Tradern hatten wir ja auch schon thematisiert gehabt, die dort über passive Investment-Vehikel wie zum Beispiel ETFs kaufen. Da gibt es deutliche Belege für, die darauf hindeuten. Und dann wird das natürlich alles, dann steht das alles auf einem ziemlich fragilen Fundament, was wir dort zu sehen bekommen. Und es könnte, wie gesagt, eben Teil eines größeren Bildes sein, wo es eine große Umverteilung gibt und wo uns zeitnah dann vielleicht doch mal ziemlich Ungemach droht. Also man kann, wenn man es möchte, glaube ich, auch mit relativ einfachem logischen Denken auf ein übergeordnetes Bild kommen, was sehr, sehr stark in Frage stellt, ob die Bewegung, die besonders am Aktienmarkt stattfindet, ob die eben so stabil und so fundiert ist. Allerdings, wie gesagt, auch das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Was glaube ich, interessanter ist in dem Zusammenhang, ist mit Sicherheit, sich, wie gesagt, jetzt mal ganz kurzfristig auf das zu konzentrieren, was Janet Yellen dort heute Abend von sich geben könnte. Wie gesagt, Trump mit der Rede von dem US-Kongress, die im Nachgang auf jeden Fall als Enttäuschung thematisiert oder gesehen werden sollte, hat nichts geliefert, das ist alles beim Alten. Und dennoch gibt es eben einige Volatilität, weil die Fed eben sich in den Forderungen gespielt hat, ganz deutlich, und über diverse stimmberechtigte Mitglieder hier kommuniziert hat, dass eine Zinsanhebung im März sehr wahrscheinlich scheint. Jetzt ist die Sache natürlich die, ich hatte schon gesagt, ich habe meine Zweifel schon angemeldet, ob das wirklich so eine klare Sache ist. Fakt ist, der Markt scheint es als gegeben anzunehmen. Also zumindest der Dollar-Japanische Yen, der sehr sensibel auf Zinsspekulationen reagiert, der zeigt das recht deutlich. Wir sind über die 114er-Marke gelaufen. Jetzt ist allerdings die Frage, die kann sich diese Haltung wirklich dann auch manifestieren? Wird es wirklich eine Zinsanhebung geben? Denkbar ist, dass Janet Yellen heute Abend hier die ganzen Aussagen so ein bisschen relativiert vielleicht auf ihrer Rede. Also eigentlich ist das ein unspektakuläres Event. Also sie spricht um 19 Uhr. Ich weiß gar nicht, wo sie genau spricht. Fakt ist auf jeden Fall, sie gibt eine Rede. Und Fakt ist in dem Zusammenhang einfach, dass Yellen natürlich sich gerne sicherlich auch ein bisschen Spielraum verschaffen möchte für die Möglichkeit, dann doch nicht den Zins anzuheben. Also die Spekulation, die wir gerade am Markt sehen, ist natürlich eine sehr, sehr aggressive Spekulation, und eigentlich kommt die Fed gar nicht mehr drum rum, den Zins anzuheben, möchte man schon fast meinen. Aber jetzt stelle man sich einfach mal vor, kommende Woche Freitag, da werden die Non-Farm Payrolls veröffentlicht und diese enttäuschen massiv. Ist ja eine Option. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier davon reden, dass da plötzlich keine Stellen geschaffen werden oder dergleichen. Also, aber der Datensatz, der zeigt sich durchwachsen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne zum Beispiel zeigen sich durchwachsen.
Wir haben vielleicht eine Revision auf der Unterseite dann für die letzten vorangegangenen Daten und dergleichen. Das ist alles in allem nicht unbedingt ein Markenfeld, besonders auch in dem Zusammenhang mit den aktuellen Kursniveaus, in dem du eigentlich den Zins anheben möchtest. Also dann da könnte man ja logischerweise zum Schluss kommen, das könnte dann einige Volatilität nach sich ziehen, wenn man eben jetzt an der Zinsschraube dreht. Wenn man diesen Gedanken mal weiter formuliert, könnte es natürlich sein, dass die Fed hier in diesem Zusammenhang ganz besonders deswegen vorprescht. Und das ist übrigens auch ein Gedanke, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, der in meiner Wochenanalyse Verwendung finden wird, nämlich dass sie versucht, dem Aktienmarkt so ein bisschen den Hahn auch zuzudrehen. Also das bedeutet hier dieser blasenartigen Entwicklung ein wenig Einhalt zu gebieten. Und dass das, wie gesagt, auch dann eine Belastung ist, ein Belastungsfaktor ist, der tatsächlich dann auch aus fundamentaler Sicht seitens der Fed vielleicht eine Korrekturbewegung eben wahrscheinlich macht. Also wenn wir uns den Dow betrachten oder auch wenn wir uns dann, und im Falle der Wochenbetrachtung handelt es sich ja um den DAX primär, wenn wir uns dann die technische Seite eben anschauen, wenn wir zum Beispiel hier mal uns vor Augen führen, da gibt es so eine leichte Tendenz einer bärischen Divergenz, also sprich der Markt der zeigt auf Tagesbasis, zeigt er höhere Hochs durch den Squeeze, den wir jetzt dort auch am Mittwoch zu sehen bekommen haben im DAX, der uns Richtung 12.100 Punkte geführt hat. Wir haben also höhere Hochs markiert, ich muss das übrigens mal kurz anpassen, so. Und wir haben hier in diesem Zusammenhang diese Hochs nicht mehr angelaufen im RSI. Also ist auch nur ein Indiz, aber es ist zumindest mal ein Indiz, welches auf ein sich abschwächendes Momentum auf der Oberseite hindeutet. Und jetzt ist natürlich die Sache die, dass eben vor dem Hintergrund, dass die Fed da eventuell dann eben an der Zinsschraube drehen könnte, dass das natürlich dann eine Möglichkeit nach sich zieht, wonach der Markt auf jeden Fall eine Korrektur ansetzt. Und tatsächlich, selbst wenn Yellen heute Abend zurückrudern sollte und dieser, ich sag mal jetzt March Rate Hike Trade, wenn dieser reversed würde größtenteils, der US-Dollar in den Wochenschluss also hinein volatil würde, wäre das eventuell auch etwas, was die Aktienmärkte hier so ein bisschen in Aufruhr eben versetzt. Denn man muss ganz klar sagen, diese Zinsanhebungsfantasien, die jetzt hier im Markt sich manifestiert haben, sind etwas, das zumindest mal anziehenden Aktienkursen nicht so wirklich entgegengestanden hat, sondern tatsächlich ist das vielleicht sogar dann auch etwas, wo man sagt, wenn diese Spekulation aufkommt, respektive wenn man eine so klare Formulierung der FED-Mitglieder sieht, na, dann hat das eventuell auch seinen Hauptgrund darin, dass man hier seitens der FED besser informiert ist und tatsächlich davon ausgeht, dass Trump diesen fiskalpolitischen Ansatz oder diese Ausgabenpolitik, dass er diese auch tatsächlich dann so derart in die Tat umsetzt. Es kann durchaus sein, dass das einer der Gründe ist, weswegen die Aktienmärkte da derart positiv darauf reagiert haben. Sollte dann Yellen heute Abend zurückrudern, wäre das etwas, was wie gesagt, wäre das etwas, was hier eine Korrekturbewegung nochmal auf der Unterseite beschleunigen könnte. Und selbst wenn nicht, besteht ausgehend von diesem stark gehebelten Marktumfeld mit einer Zinserhebung aus rein fundamentalen Gesichtspunkten und auch mit der Aussichtstellung weiterer Zinsanhebungen dann in den kommenden Monaten, nicht unbedingt im Juni, aber vielleicht im September, im Dezember noch, dass dann eben ausgehend hiervon auf ganz natürliche Weise der Markt eben so ein bisschen, ich sag mal, Luft ablässt. Und ganz besonders der US-amerikanische Aktienmarkt selbstverständlich. Also wir reden hier an der Stelle nicht vom deutschen Aktienmarkt ganz besonders, also aber der hängt natürlich definitiv an den Entwicklungen vom US-amerikanischen Aktienmarkt. Also das könnte in den Wochenschluss hinein, könnte das ziemlich volatil eventuell werden. Technisch deutet sich das schon so ein bisschen an hier mit solch einer möglichen Divergenz. Wir schauen uns auch an, wenn solche Divergenzen aufgetreten sind, wie zum Beispiel hier Ende Januar, Entschuldigung, Ende Januar, dass es zumindest mal für eine kurze Korrekturbewegung dort gereicht hat. Auch da haben wir höhere Hochs gemacht, die dann nicht mehr bestätigt worden sind und wir sind dann eben hier in die nächste Handelswoche dort mit Abschlägen entsprechend gestartet. Warten wir mal ab. Also aktuell ist es eben so, dass nach oben hin das Potenzial deutlich erschöpft sich darbietet und wenn wir unter 11.700 Punkte fallen, wäre im DAX eine Beschleunigung auf jeden Fall bis in den Bereich um 11.400 Punkte denkbar. Da müssen wir mal schauen, ob wir diesen Bereich verteidigen können. Einer der Haupttreiber könnte hier eine fortschreitende Korrekturbewegung an den US-Aktienmärkten sein. Und ich habe infolgedessen auch schon bereits heute früh, das kann man auch in meiner Trading-Chatbox sehen, habe ich ein Setup formuliert gehabt. Hier sieht man übrigens nochmal die Stunde, bevor wir dann relativ zügig gleich auf die 5-Minuten-Ebene runtergehen. Hier sieht man die
technische Konstellation mit Zielen, ersten Zielen auf der Unterseite, das wäre die 11.850, 870er Region, darunter dann die 11.7, hier kommt diese Signifikanz dieser Region zum Vorschein und darunter sind es dann die aktuellen Jahrestiefs bzw. Februartiefs erstmal um 11.470. Und was ich mir jetzt überlegt habe, ist folgendes, der Markt hat hier heute Morgen eine relativ interessante Eröffnung hingelegt, bedauerlicherweise lässt er sich aber sehr, sehr bitten und das kommt leider nicht zu dieser Kursbewegung aktuell, die uns hier in Richtung der Tiefs von gestern zurückführt, kenntlich gemacht mit der rotfarbenen Linie, respektive des Schlusskurses hier mit der blaufarbenen Linie, sondern wir pendeln so ein bisschen in der Open Range. Also wir haben einen relativ volatilen Handelstag, der, ja wie gesagt, relativ bedauerlich ist, ausgehend von nämlich der Tatsache, dass ich solch einen Rücksetzer gegen diese Tiefs hier als sehr, sehr interessante Region erachte, um mich short zu positionieren, mit einem Stop. Wenn ich dann tatsächlich solch einen Swing-Gedanken umsetze mit einem Stop oberhalb der aktuellen Hochs, Jahreshochs, Hochs von Mittwoch um 12.100 Punkte und wo ich dann darauf spekuliere, dass in den kommenden Tagen der Dip in Richtung 11.7 auf den Weg gebracht wird. Ich zeige mal ganz kurz, wie das dann sich aus trading-technischer Natur, Chance-Risiko-Verhältnis technisch darstellt. Jetzt noch einen Blick. So, also, das ist jetzt also kein Intraday-Szenario, was ich hier formuliere, sondern das ist, nennen wir es mal, ein Swing-Short. Das ist einer, den ich über mehrere Tage auch plane zu halten. Vorausgesetzt, ich werde der Bob gefüllt. Andernfalls müsste ich mal schauen, ob ich nicht vielleicht eine andere Möglichkeit finde. Vielleicht mich Intraday positioniere, was mir allerdings wiederum nicht so gefallen würde. Ich würde schon gerne den Impuls vom europäischen Aktienmarkt sehen, nicht getragen dann vom US-amerikanischen. Also das sind ungefähr die 45. Ich hätte jetzt 40 bis 50 schreiben können, aber wir machen mal einfach den Mittelwert, das passt schon. Stop liegt oberhalb der Hochs, das ist dann ein Risiko von 55 Punkte. Und das Ziel ist offen, mindestens aber die 11.700. Und dadurch ergibt sich eine Chance von mindestens 345 Punkten und dann zeigt sich auch schon, dann zeigt sich, das CHV ist super attraktiv bei solch einem Setup, ist fast 7:1, also ich finde das wirklich super interessant. Ja, und wäre natürlich dankbar, es ist größer 6,5:1, so kann ich es ja mal schreiben, es ist nicht ganz 7:1, aber ist auf jeden Fall ein Setup, was durchaus interessant sein könnte, was durchaus interessant werden könnte, auch wie gesagt, weil die Aktienmärkte sich halt stark extendiert auf der Oberseite präsentieren. Jetzt ist halt nur die Frage, ob ich diesen Fill bekomme oder eben entsprechend nicht. Ja, vielleicht kommt der Fill auch erst heute Nachmittag mit den US-amerikanischen Märkten. Ich habe diese Region auf jeden Fall als potenziellen Trigger auf dem Radar. Wie gesagt, ich fände das super, wenn der Markt jetzt diesen Bereich anläuft, weil das auch im Intraday ein schöner Bereich wäre, über den man über nachdenken könnte, sich short zu positionieren. Es wäre nämlich tatsächlich so, dass ich auch relativ zügig hier ein Feedback wahrscheinlich erhalten würde. Also wenn diese Region wirklich so signifikant ist, was ich derzeit auf jeden Fall denke, dann kann ich damit rechnen, dass wenn der Markt in diesem Bereich läuft, dass ich auch eine gute Chance habe, dass der Trade sofort ins Laufen kommt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch natürlich die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich shorte den Markt von hier, reduziere die Positionsgröße einfach ein bisschen. Und selbst wenn er sich dann gegen mich entwickelt, ist das ja nicht so schlimm, weil der Stop, der ist ja verhältnismäßig weit weg. Ja? Also das bedeutet etwas anders. Ich werde hier nicht durch eine zufällige Marktbewegung oder durch einen Kursrauschen oder dergleichen ausgestoppt. Nichtsdestotrotz ist es eben entsprechend so, dass ich hier die Möglichkeit habe, sofort ein positives Feedback zu bekommen, was mental, aus rein psychologischer Sicht natürlich auch etwas ist, was berücksichtigenswert ist. Das werden alle, die hier sitzen, die selber traden, werden das bestätigen können. Wenn du einen Trade eingehst, dann ist es das, was du möchtest, dass der Trade sofort ein positives Feedback abgibt und sich nicht erst stundenlang bitten lässt, bis er dann mal ins Laufen kommt. Das ist eben dann auch aus dieser Perspektive, denke ich, ein ganz attraktiver Bereich. Ich möchte auch ganz kurz zeigen, denn der eine oder andere wird jetzt auch sagen, ja, Short, gut, okay, hat er jetzt schon 2-3 Mal erzählt. Was macht ihn denn so sicher? Es gibt sehr interessante Konstellationen, zum Beispiel hier, das Investors Intelligence Sentiment. Das ist eine Umfrage, die stattfindet, die hier aufbereitet wird, eben von Charlie Bilello. Die geht gar nicht so weit zurück, wie hier verwiesen wird von ihm. Und zwar hat er sich die Grafik
sehr, sehr viel weiter zurück angeschaut und mir ist aufgefallen, dass dieses aktuelle Verhältnis, so wie wir es hier sehen, diese Sentimentbetrachtung, 63%, 63,1% Bullen vorweist, das ist ein sehr, sehr bullisches Sentiment. Das ist ein extremer Optimismus. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Ja, also das bedeutet hier in diesem Zusammenhang, wir können jetzt nicht sagen, das ist eine hundertprozentige Garantie, dass der Markt dann darauf negativ reagiert. Warum ich das so herausstelle, das letzte Mal, dass das aufgetreten ist, war Januar 1987. Also das findet hier in dieser Betrachtung gar nicht statt. Also das ist ein extrem gieriges Marktumfeld, was wir gerade eben vorfinden. Und wichtig ist zusammen im Zusammenhang mit Januar 87, da war doch was. Bilello hat nämlich auch was anderes herausgearbeitet gehabt, nämlich, dass wir das letzte Mal, als wir einen Lauf von 12 Allzeithochs, die markiert worden sind, in Folge zu sehen bekommen haben, dass das auch im Januar 87 war. Und das ist insofern super interessant, weil jetzt viele sagen werden, oh Moment, 87, da war doch der große Crash. Richtig, der große Crash allerdings, der war im Oktober. Und von Januar bis August ist der Markt, der Dow Jones, beziehungsweise auch der S&P damals, also bezogen auf den Dow Jones, er ist nochmal 29% gelaufen auf der Oberseite, bis er dann im August toppte und dann im Oktober es zu diesem Knacks eben tatsächlich kam. Das heißt also, dieses Umfeld hier, das bedeutet jetzt nicht, dass es zum großen Knall kommt, dass ja der große Crash oder dergleichen sich in irgendeiner Form dann anschließt, so wie es hier zum Beispiel 2007 war, als wir in dem Zusammenhang hier eine Korrektur dann zu sehen bekommen haben, die ja in der Finanzkrise nochmal einen massiven Treiber fand und wo die Aktienmärkte rund um den Globus abgestürzt sind, Bankentitel auf Talfahrt gegangen sind und dergleichen. Ich rede erstmal nur davon, dass es eine schärfere Korrekturbewegung geben kann. Ich rede nicht vom Crash oder dergleichen. Es ist auf jeden Fall wichtig, das zu berücksichtigen. Der Markt kann wesentlich länger diesen irrationalen Grundmodus anbehalten oder beibehalten, als dass als wir vielleicht Geld zur Verfügung haben, um uns gegen dieses Momentum zu stellen. Das ist auch mit der Grund zum Beispiel, warum ich bei diesem Setup, was ich gerade hier formuliert habe, ganz klar einen Stop oberhalb der Hochs habe, zum Beispiel bei 12.100 Punkten im Falle des DAX, der ja sehr positiv, sehr stark positiv korreliert ist zum Dow Jones respektive zum S&P. Das hat damit zu tun, dass wenn der Markt über diese Hochs geht, dieser Trade-Gedanke sich eben nicht entsprechend, Moment, manifestiert und dann damit zu rechnen sein sollte, dass wir eben nochmal höhere Hochs machen, wo das Hauptziel, der Bereich, stauchen wir mal ein bisschen zusammen, hier um die Allzeithochs um 12.430 Punkten tatsächlich ist. Und das ist etwas, wie gesagt, was wir hier gerade machen, ist einfach nur mit Wahrscheinlichkeiten im Grunde genommen so ein bisschen zu hantieren und uns eine Idee zu verschaffen, wo könnte der größere Vorteil liegen, die größere Chance im Verhältnis zu einem adäquaten Risiko. Und wenn ich eben das Bild mir hier betrachte und sehe, dass der Markt sich dort so hochhangelt, dann denke ich mal, bekomme ich alleine mit nur einem Ziel, was ich erstmalig anvisiere, mit der 11.7 bei solch einem Setup wirklich ein sehr, sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn wir sogar darunter rutschen, dann ist die 11.400er-Region denkbar. Das wären nochmal 300 Punkte mehr und desto attraktiver wird natürlich dann entsprechend das Payoff. Alles setzt aber, wie gesagt, voraus, dass da erstmal dieser Rücksetzer stattfindet. Sollte der nicht stattfinden, wäre das äußerst ärgerlich und ich müsste mir natürlich überlegen, wie ich dann entsprechend das handhabe. Also wenn wir jetzt einen ähnlichen Kursverlauf wie letzte Woche Freitag zu sehen bekommen, wo dann plötzlich schlagartig ein Rutsch stattfindet, dann wäre das wahrscheinlich so etwas gleichbedeutend wie der DAX, der sich jetzt in Richtung seiner heutigen Tagestiefs bewegt und dann mit Unterschreiten dieser Tagestiefs plötzlich hier 100 Punkte nochmal auf der Unterseite marschiert und von dort dann beginnt eine immer sich stärker beschleunigende Abwärtsbewegung zu sehen. Das wäre alles andere als optimal. Möchte ich auch tatsächlich nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Szenario hier gefällt mir eben auch der Stop, den ich oberhalb dieser Hochs von Mittwoch habe. Ich weiß einfach definitiv, wenn wir über diese Hochs laufen, wenn ich eingestoppt würde, dann ist dieser Setup hinfällig. Das wäre mir in diesem Zusammenhang hier, wenn ich den Markt jetzt dort shorte, nicht wirklich so klar. Denn wenn der Markt jetzt neue Tagestiefs hier machen würde, 11.99 die bricht, und ich setze den Stop oberhalb der Tageshochs, dann ist das zwar Intraday-Trading technisch absolut legitim, aber es ist offensichtlich so, das Risiko, dass es zu einem Gap-Close im Laufe der kommenden Stunden noch kommt,
ist extrem hoch, während eben solch, also das kann durch eine erratische Kursbewegung kann das durchaus den Weg gebracht werden, während eben bei diesem Szenario hier schon wirklich dann auch ein notwendiger Treiber nötig wäre, auch vielleicht seitens des US-amerikanischen Aktienmarktes, hier uns dann auf höhere Hochs zu hieven. Also der DAX nicht, weil er dort den Impuls sieht, ausgehend von Käufern, die das fundamental vielleicht gerechtfertigt sehen, sondern vielleicht aus korrelationstechnisch betrachteter Sicht. Ja, das also zum DAX. Wie gesagt, das ist das von mir definitiv favorisierte Szenario. Schauen wir mal, ob das sich im Laufe des heutigen Tages eben noch so etabliert. Ich fände es auf jeden Fall schön. So, heute früh gab es auch eine Frage zum Dollar-japanischen Yen, den ich ja jetzt auch immer wieder thematisiere. Und die Frage, die sie natürlich stellt, besonders wenn man das in Einklang bringt mit den Äußerungen gerade meinerseits zu Janet Yellen, und zwar die Überlegung, naja, wie könnte man denn... Sollte es tatsächlich so sein, dass Yellen solch einen March Rate Hike Trade reversed heute, das heißt also sich nicht dahingehend äußert, dass sie sagt, ja, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir zeitnah den Zins anheben, sondern das Ganze so ein bisschen relativiert und dadurch eben zu einem Rücksetzer in den Wochenschluss im US-Dollar dann noch ein bisschen sorgt, um einfach den Spielraum zu bekommen, gesetzt dem Fall, die NFPs enttäuschten, hier nicht sich festlegen zu müssen. Was wäre dann denn dann in diesem Zusammenhang, oder wie wäre denn dann so etwas im Dollar-Yen zum Beispiel zu handeln, wo man erwarten dürfte, dass die Vola wahrscheinlich am höchsten sein wird? In der Tat ist es so, dass ich derzeit oder heute früh schon bereits mir überlegt hatte, vielleicht den Markt zu shorten, zu versuchen, gegen diesen Move hier zu shorten, also dieses Momentum, was wir dort haben, zu faden und einen Stop zu setzen oberhalb hier der 115,20 Pi mal Daumen. Also das sind ungefähr die Februar-Hochs, die wir hier ausgebildet haben. Sind sie Februar-Hochs? Ja. Man könnte natürlich auch den Stop mal ein bisschen weitersetzen, also sind wir bei 115,70, aber ich denke mal, dieser Bereich hier, der ist schon legitim. Jetzt ist nur die Sache die, wenn du dir diesen Move anschaust und vor allem, wenn du auch weißt, wie der Dollar-Yen sich bewegt, also sehr dynamisch bewegt, sehr, also trendstabil ist fast schon das falsche Wort, weil das ist ja weniger ein Trend als einfach nur eine hochgezogene Bewegung auf diese Spekulation der Zinsanhebung seitens der Fed und einen wesentlich restriktiveren Ton, als man ihn hier noch bei diesem Lauf in Richtung dieser Tiefs erwartet hat, dann ist es natürlich so, dass du wenn du dir solche Bewegungen anschaust, also wenn du solche Bewegungen siehst, dann ist es eben entsprechend auch so, dass du meistens auch eine schlichte Fortführung einfach zu sehen bekommst und demnach hier vielleicht es jetzt derzeit verfrüht ist, sich aggressiv zu positionieren, sondern man erstmal warten sollte, bis der Markt eine klare Tendenz aufweist, dass er auch wirklich runter möchte. Und der Hinweis heute früh, das war vom Wolle, ebenfalls in der Trading-Chatbox, der war, man könnte sich doch an der Asia-Range orientieren. Und ich habe das halt ein bisschen auf meine Sicht der Dinge adaptiert. Die Asia-Range, die hat die Tiefe so ungefähr hier in diesem Bereich um 114,05 Pi mal Daumen. Also wir sind da marginal, wir traden marginal oberhalb dieses Levels. Und was man jetzt machen könnte, wäre natürlich, einen Break unter dieser Asia-Range zu verkaufen, sollte es zu solch einem Rutsch eben entsprechend kommen. Und dann mit einem Stop zu arbeiten, oberhalb hier der 115,20, also ungefähr so in diesem Bereich. Und dann ausgehend hiervon eben entsprechend darauf zu spekulieren, dass Yellen heute Abend eventuell eine Andeutung macht, die den Dollar-Japanischen Yen sehr viel deutlicher unter die 114 drückt, vielleicht sogar in den Bereich um 113 schiebt. Ich würde sogar sagen, der Druck heute Abend auf Yellen ist verhältnismäßig hoch. Also eigentlich bin ich kein Freund davon, solche Events als hochsignifikant zu erachten, aber das hat sich unter dieser Woche natürlich durch die Haltung von Dudley oder auch von Brainard massiv geändert. Also ganz besonders Dudley, der sich da geäußert hat, also das ist der FED-Vizechef, Vizepräsident, der einfach dort die überrascht hat und eine Zinsanhebung im März auf den Plan gerufen hat, also zumindest eine Spekulation diesbezüglich angefacht hat. Wo Yellen dann, auch wenn das heute Abend vielleicht nur so ein beiläufiges Event ist, wo Yellen durchaus mal eine Andeutung machen muss, inwiefern das eine tatsächlich realistische Haltung ist. Denn man überlege sich mal, da kommt der FED-Vize, da kommt die Brainard, stimmberechtigte Mitglieder der FED, die sich unter der Woche diesbezüglich äußern und die FED-Chefin sagt nichts dazu. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, besonders
Also wenn man sich eben aktuell anschaut, was das mit dem mit den Zinsspekulationen gemacht hat. Also ich meine, das ist ja kein kleiner Move gewesen. Und auch die Entwicklung am Zinsmarkt insgesamt, die wir zu sehen bekommen haben. Wenn wir uns jetzt mal Bloomberg betrachten. Bloomberg. So. Und wir suchen US. Ja, da haben wir sie schon. Moment, brauche ich gar nicht. Da haben wir sie schon. Die Zinsentwicklung der unter der Woche. Also wir sind wieder bei 2,5%. Wir erinnern uns dran. Zu Beginn der Woche hat das noch ein bisschen anders ausgesehen. Wir gehen jetzt mal auf die Monatsdarstellung. Und da sieht man das ja schon bereits für die letzten Tage. Na? So, da sieht man das ja schon hier. 24.02. begannen die Zinsen schon zu steigen. Und dann ab hier Dienstag ging es richtig rasant aufwärts. Also das ist ein Kursanstieg gewesen von 2,39% auf hier rund 2,8. Also das ist ein Anstieg von 9 Basispunkten, was eine Riesenbewegung tatsächlich darstellt. Also man muss sich das immer vor Augen führen, der Anleihemarkt, das ist ein riesengroßer Markt, zweitgrößte der Welt nach dem Devisenmarkt. Und der T-Note Future, der 10-jährige, ist einer der meistgehandelten Anleihen oder Futures der Welt. Und das bedeutet etwas anders. Wenn solch eine Entwicklung stattfindet, ausgehend von einer Andeutung eines Fed-Vizes, dann kann Yellen sich nicht einfach hinsetzen und sagen, ich sage dazu nichts. Also das bedeutet, Yellen ist heute Abend wirklich unter Druck. Und wenn sie sagt, ich sage dazu nichts, selbst das würde dann in diesem Zusammenhang, glaube ich, Druck auf den US-Dollar ausüben, weil es ja eine relativ klare, kleinerer Bezug hergestellt werden würde. Yellen will sich dazu nicht äußern, weil sie eigentlich dort diesen Zinsschritt eventuell zeitnah nicht so sieht. Und selbst wenn Yellen es kommuniziert, dass sie den Zinsschritt sieht, wird man dort ihr wahrscheinlich die Worte in den Mund umdrehen. Also alles in allem muss ich sagen, wenn ich jetzt drauf wetten müsste, würde ich sagen, Yellen wird heute Abend auf diesem eher beiläufigen Event, wo sie sich ein bisschen zu Wort meldet oder Wort melden muss oder wie auch immer, wird eher einen schweren Stand haben, diese Bewegung eben zu halten. Ich bin gespannt, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen größeren Move in den Wochenschluss gibt, scheint mir derzeit auf jeden Fall gegeben. Also ich würde nicht sagen, es ist riesengroß wahrscheinlich, aber zumindest mal ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort volatiler werden könnte, deutlich höher durch die Äußerungen und Andeutungen von Dudley und Brainard unter der Woche, als sie es jetzt gewesen wären, wenn sie sich einfach bedeckt gehalten hätten. Und in diesem Zusammenhang sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass der Dollar-Japanische Yen einen Teil seiner Aufschläge der jüngeren Vergangenheit hier wieder herschenken könnte. Anders formuliert, jemand, der gegen diesen Bereich da unten long sich positioniert hat und vielleicht darauf spekuliert, dass jetzt hier ein Break auf den Weg gebracht wird, der sollte heute Abend sehr vorsichtig sein. Also es könnte durchaus volatiler für diese Position werden. Eventuell würde ich sogar dazu tendieren, wenn ich diese Long-Position halten würde, den Stop aggressiver nachzuziehen. Das wäre wahrscheinlich meine Maßgabe, was natürlich auch korrespondiert auch sehr, sehr gut damit, dass ich tendenziell eher gegen diesen Bereich mich short positionieren würde. Ja, dann würde es nicht Sinn machen, jetzt hier den Stop irgendwie auf Break-Even liegen zu lassen, weil warum sollte ich mir den Profit auf einen Trade, den ich von da unten nach oben gefahren habe, warum sollte ich den mir wieder abnehmen lassen, wenn meine Spekulation noch ganz offensichtlich darauf abzielt, einen Bruch dieses Levels hier zu antizipieren mit einem aggressiven Entry. Aber nochmal, bevor ich solch einen Trade aufsetzen würde, würde ich erstmal neue Tagestiefs sehen wollen im Dollar-Japanischen Yen. Man muss in dem Zusammenhang auch sagen, ja, jetzt kommt vielleicht sofort die Frage auf, ja, heißt das jetzt hier, du bist dann Dollar-Yen-Short? Das heißt es nicht, denn dieser Trade ist an sich in meinen Augen recht stark positiv korreliert zu dem hier für den DAX formulierten. Das heißt also, wenn ich tatsächlich den Fill hier erhalten würde im DAX und mich short positionieren würde, dann wäre das etwas, was sehr stark gleichgerichtet ist zum Dollar-Japanischen Yen-Trade. Das heißt also, wenn ich von dem erwarte, dass der unter Druck gerät, erwarte ich das vom DAX eben entsprechend auf und dann würde meine Wahl tatsächlich auf den DAX fallen, als auf den Dollar-Japanischen Yen. Es werden, sicherlich, sogar mit Sicherheit, jetzt habe ich, ich habe, ähm,
hier fast vergessen, das mal zum Thema zu machen, was da gerade im Silberpreis passiert, was da gerade im Goldpreis passiert, auch also Gold mit einem sehr signifikanten Rücksetzer. Hier sieht man übrigens in dem Zusammenhang so ein saisonaler Trade, den man vom 1.3. aufsetzt. Wir erinnern uns dran, ich hatte das im, kurzen Augenblick, zieh mal hier die Chatbox rüber. Ich hatte das ja am Mittwoch in einer Analyse erwähnt gehabt, durchschnittlicher Gewinn, der dort auf die letzten 21 Jahre zu erwarten war, bei einem Short im Zeitintervall vom 1. März bis zum 31. März, durchschnittliche Profit, der lag bei rund $20. Ich klicke jetzt mal hier ganz kurz drauf. Also man sieht, das findet man alles hier oben im JFD-Stream. Und wo haben wir es da? Saisonal schaut es für Gold nicht gut aus, 21 Jahre. Vom 1.3. bis zum 31.3. hat das Edelmetall 76% oder in 16 von diesen 21 Jahren im Schnitt rund $20 pro Feinunze verloren. Solch ein Trade, so ein saisonaler Trade, den setzt du auf. Und zwar hier, ja, auf den Schlusskurs von Mittwoch. Dann bist du ungefähr bei 2,50. Jetzt hast du in diesem Zusammenhang dort diese $20 und ein bisschen mehr sogar schon verdient. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du dann in dem Zusammenhang nicht vielleicht sogar gut daran tust, diesen Trade schon als gewonnen abzustempeln. Ne? Natürlich ist es so, Problem, oder dann kommt es darauf an, du musst einen ganz klaren Handelsplan formulieren. Also zum Beispiel einfach nur Saisonalitäten zu handeln, das macht natürlich keinen Sinn. Und zwar sollte dann klar formuliert sein, hältst du die Position tatsächlich länger, spekulierst jetzt darauf, dass sich vielleicht dieser Trend beginnt zu umzukehren. Das wäre zum Beispiel dann auch gegeben, wenn Yellen heute Abend auch nochmal in die Kerbe schlägt. Also ich habe jetzt gerade eben gesagt, was wäre eigentlich, wenn sie sich zurückhält und sich ein bisschen Spielraum verschaffen will. Es besteht auch die Option, dass Yellen hier nochmal einen drauflegt und sagt, ja Leute, macht euch nicht nur drauf bekannt, legt euch nicht nur auf den März fest für eine Zinsanhebung, vielleicht überlegt ihr auch schon mal, ob wir im Juni, September und vielleicht dann sogar noch im Dezember nochmal nachlegen, einfach um, um hier ja, Blasenbildungen beispielsweise am Immobilienmarkt oder auch am Aktienmarkt einfach entgegenzuwirken. Also diese Rhetorik einerseits sehr unwahrscheinlich, ja, also das ist sehr, sehr stark überzogen, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber alles in allem auf jeden Fall auch eine Option. Also, dass Yellen sich nur relativierend äußert, ist nicht zwangsläufig gesagt. Ich meine, man muss schon ganz klar sagen, auch Leah Brainard ist eine Ultrataube, ja, und die hat ebenfalls hier von einer Zinsanhebung gesprochen, wo man sagen kann, wir haben da in dem Zusammenhang schon eine relativ strikte Haltung. Was auch immer die Motivation der Fed ist, sich so strikt zu äußern. Also wie gesagt, einerseits hatte ich ja gesagt, vielleicht die Marktteilnehmer auf der falschen Seite zu erwischen, um vielleicht einen Big Bang für den schwachen US-Dollar zu bekommen, Volatilität zu provozieren. Das ist allerdings etwas, was eben die Glaubwürdigkeit der Fed so ein bisschen vielleicht wieder ankratzen würde. Vielleicht ist das auch so, dass sie eine Zinsanhebung wirklich plant, auf den Weg zu bringen, um dieser Blasenbildung ganz besonders am Aktienmarkt, im Dow Jones und dergleichen Einhalt zu gebieten, weil sie eben auch sieht, dass dort die Gefahr einer zu stark anziehenden Inflation, eines massiven Overshoots in der Inflation gegeben ist. Das wäre natürlich etwas, jetzt zurückkommen auf den Goldpreis, dass hier diese Bewegung nochmal beschleunigen könnte. Aber wenn man das saisonal gehandelt hat, dann hat man jetzt den Durchschnittsprofit der letzten 21 Jahre schon im Grunde genommen im Sack. Da ist es dann so ein bisschen jetzt die Frage, vielleicht die Position halbieren, ja, an der Stelle vielleicht eine Teilgewinnmitnahme machen, die andere auf Break-Even zu setzen, mal zu schauen, vielleicht kommt es ja zu einem Break der 2,15, der durchaus signifikant zu achten wäre, dann durchaus Kurspotenzial nochmal bis in den Bereich um 1180 freisetzt. Aber alles in allem einfach nochmal diesen Trade-Gedanken von Mittwoch aufgegriffen. Es sieht erstmal danach aus, als wenn tatsächlich Gold jetzt Schwierigkeiten bekommt und Yellen ist heute Abend durchaus in der Lage, diese Bewegung, die sich dort auf den Weg gebracht hat, nochmal deutlicher zu beschleunigen. Warten wir mal ab, was dann in Silber passiert. Also diese Korrektur ist überfällig, muss man schon sagen. Ja, ich hatte schon lange Zeit eigentlich damit gerechnet. Jetzt ist es Silber seit hier diesen Dezember-Tiefs ist ja roundabout schon fast $3 gestiegen, was einem massiven Anstieg entspricht, denn $3 auf 15,50, das entspricht immerhin einem Kursanstieg von roundabout 20% und das innerhalb von 2,5-3 Monaten. Das ist sicherlich etwas, was wir hier nicht ignorieren sollten. Diese Korrekturbewegung aus dieser Perspektive sicherlich überfällig, aber sieht auch zumindest ziemlich rot aus, die Kerze.
bedeutet etwas anders. Ich würde jetzt in dieses Retracement zum Beispiel mich in Silber nicht long positionieren wollen, wäre erst wieder bereit, hier mal die Region um 17,20 etwas genauer zu betrachten. Was auch immer der Haupttreiber war für diese Korrekturbewegung in Silber, in Gold, generell in Commodities. Also schaut euch WTI an, auch WTI gestern massiv unter Druck geraten. Ich bin immer froher, kann man das so sagen, ich bin immer glücklicher, happier, dass ich hier die Finger stillgehalten habe in diesem choppigen Marktumfeld in WTI und den Break über die 54,40 nicht getradet habe, sondern erstmal die Bestätigung abwarten wollte. Das zeigt sich jetzt an dieser Stelle. Wir sind weiterhin tatsächlich für die kommenden anderthalb Wochen immer noch bullish, also durchaus denkbar, dass wir hier im Bereich um 52 uns stabilisieren und von dort dann nochmal uns long positionieren können. Könnte eine Optimierung des Einstiegs sein, aggressiv den Stop dann unterhalb der aktuellen Jahrestief setzen. Das wäre also durchaus nochmal in Betracht zu ziehen. Also der Long Trade in WTI ist noch nicht hinfällig. Hierbei würden wir jetzt, wie gesagt, die untere Range-Begrenzung traden. Aber wo ich auf euch eigentlich hinaus wollte, also Commodities unter Druck, Edelmetalle unter Druck. Wir haben gestern auch eine sehr, sehr scharfe Korrekturbewegung im Australdollar zum US-Dollar gesehen. Ich glaube, diese massiven Abschläge hier, die wir dort zu sehen bekommen haben, die uns unter die 76 geführt haben und die aktuell auch weiter anhalten, wurden auf den Weg gebracht durch die Korrekturbewegung in Commodities. Also bedeutet im Endeffekt, dass wir hier tatsächlich die Rohstoffmärkte, Edelmetallmärkte und dergleichen hier sich negativ auf die Währung dann für den Australdollar auswirken sehen. Wobei ich natürlich sagen muss an der Stelle, ist jetzt auch nicht die schlechteste Idee, denn ich betrachte ja, oder nicht der schlechteste Move, denn ich habe durchaus ja gesagt, ich bin willens, mal einen Long-Versuch zu starten, einen etwas längerfristig ausgelegten auch, mit Ausblick auf den positiven Carry im Australdollar, gegen auch vielleicht den US-Dollar tatsächlich, weil wir einfach übergeordnet hier an einer signifikanten Bodenbildung arbeiten und mit Überwinden hier 2016er Jahreshoch sollte dieser Break tatsächlich irgendwann mal erfolgen. Weiteres scharfes Aufwärtspotenzial deutlich und sehr tief über die 80er Marke auf den Weg gebracht werden könnte. Es könnte sein, dass sich dann in diesem Zusammenhang hier diese inverse Schulter-Kopf-Schulter beginnt aufzulösen und das projizierte Kursziel läge tatsächlich im Bereich um 88 Pi mal Daumen. Auf jeden Fall etwas, was super attraktiv ist, wo ich aber auch gesagt habe, nachdem wir besonders so stark ins Jahr gestartet sind und hier dann starken Widerstandsbereich gefunden haben, es relativ überdehnt ausschaute, habe ich gesagt, ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir erstmal einen Rücksetzer sehen und diesen Rücksetzer versuchen, dann long zu handeln, als hier den direkten Break nach solch einem Lauf eben zu handeln. Besonders dann vielleicht auch, weil mal früher oder später doch eine schärfere Korrektur am Aktienmarkt auf den Weg gebracht wird, die den Australdollar belasten könnte. Deswegen, ich sehe diese Bewegung auf jeden Fall hier mit Wohlwollen, habe sie gestern dennoch natürlich hinterfragt, weil das ist klar, wenn du überlegst, in Aussie long zu traden, übergeordnet, dann willst du natürlich mögliche Treiber auch identifizieren können. Denn da spielt natürlich die fundamentale Entwicklung etwas längerfristig ausgelegt auf jeden Fall eine Rolle. Und wie gesagt, Haupttreiber finde ich oder sehe ich halt derzeit im Commodities-Bereich. Auch der Cut ist ja weiterhin unter Druck geblieben, also Euro-Cut zum Beispiel. Der Gedanke ist erstmal hinfällig. Ich hatte letztes Wochenende ein Breakout-Szenario formuliert. Short gegen oder mit Break der 37,70, 38 und Ziel dann der 30. Diesen Fill, den habe ich definitiv nicht bekommen, beziehungsweise dieser Break ist der ausgeblieben, stattdessen massive Cut-Schwäche, auch sicherlich rohstoffmarktbedingt, vielleicht aktuell, plus hinzu kommt hier im Falle des Cuts auch noch, dass die Bank of Canada weitere Zinssenkungen auf dem Schirm hatte, das zumindest so in ihrer Zinssitzung am Mittwoch kommuniziert hatte. Und jetzt die Gegenbewegung, kannst du natürlich jetzt überlegen, ist das eine nachhaltige Bewegung? Ich bin vorsichtig, also ich nicht sagen, dass das jetzt plötzlich die Einleitung einer massiven Cut-Schwäche ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Break hier auf der Unterseite noch nicht vom Tisch ist, besonders im euro-kanadischen Dollar. Ja, hab den weiter durchaus auf dem Schirm, dass diese Konsolidierungszone hier nach unten verlassen wird. Stellen wir aber natürlich jetzt die Frage, wie willst du solch einen Move hier traden? Also willst du da jetzt sofort dich einfach short rein positionieren oder solltest du vielleicht abwarten? Ich persönlich muss sagen, ich würde lieber warten wollen. Also sprich, ich möchte auf diese Aufwärtsbewegung hier erstmal vielleicht sogar abwarten, bis wir unter die 1,40 nochmal zurücksetzen. Das ist von dem derzeitigen Kursniveau eine ganze Menge. Das ganze Menge Holz sind 100 Pips. Das würde aber zumindest mal hier diese scharfe Gegenbewegung erstmal beginnen.
einzudämmen, beziehungsweise dann hier zu zeigen, okay, der Move ist jetzt vorüber, es ist tendenziell eher wieder die Short-Seite eben, das, oder da, wo der zu identifizierende Vorteil eben liegt. Ähnliches Bild auch im Dollar, kanadischen Dollar, der kann natürlich mit Ausblick auf Yellen nach diesem massiven Lauf hier, auch das ist ein Riesen-Move, ja, das sollte man sich hier definitiv vor Augen führen, also Cut-Schwäche auf der einen Seite, Dollarstärke seit Mittwochabend auf der anderen, und dann hast du hier plötzlich eine Aufwärtsbewegung von 300 Pips und mehr, die sich eben infolgedessen anschließt. Auch diese Bewegung kann durchaus realistisch stark reversed werden, wenn Yellen heute Abend nicht liefert. Also es kann uns ein unglaublich volatiler Wochenschluss blühen, sollte Yellen hier wirklich diese Äußerungen von Brainard und ganz besonders von Dudley auf den Kopf stellen. Also etwas, was die Devisenhändler in den Wochenschluss berücksichtigen sollten, frühes Wochenende, ist für die Devisenfraktion definitiv nicht heute, sondern da muss man wahrscheinlich bis 19 Uhr mal warten und mal schauen. Kann sein, dass das alles sehr, sehr heiß gekocht wird, aber keiner ist es so heiß, und am Ende hält sich die Bewegung in Grenzen, aber es ist auf jeden Fall Obacht geboten, denke ich mal. Gut, ich mache parallel hier den DAX-Chart auf und dann schaue ich mal auf die Fragen. So, DAX weiter choppy, keine neuen Tagestiefs, finde ich schon mal sehr gut, denn das hält ja die Option offen, dass wir nochmal so einen Rücksetzer zu sehen bekommen. So, zack, das fällt mir gerade auf. Ich habe hier die Fragen hier. Also, ah ja, okay, Cable ist unter 22,50 gefallen, also britisch Pfund weiter unter Druck. Genau, da waren PMIs, die heute früh veröffentlicht worden sind, sagt Pascal. Genau, ich weiß nicht, welche PMIs, aber ich habe sie mir hier aufgeschrieben. Also ich weiß, PMIs am Freitag, da habe ich hier auf jeden Fall was stehen zum britisch Pfund. 23,3 gegen 54,2, also unter der Erwartung, Schwäche im Pfund, hält an und katalysiert sich nochmal hier auf der Unterseite, also keiner will britische Pfund kaufen. Das war das zweite Szenario für die Devisenmärkte, das ich gezeichnet hatte, mit Euro-Pfund, der ebenfalls weiter auf der Oberseite marschiert. Da hatte ich ebenfalls ein Szenario formuliert gehabt, ausgehend nämlich von hier dieser möglichen Schulterkopf-Schulter. Die bleibt auch im Spiel, also es ist dadurch noch nichts weiter geschehen. Um diese SKS, diese potenzielle hier zu negieren, müssen wir erstmal über dieses Level laufen. Jetzt sagt man sich natürlich auch so, boah, das ist der Daily, das braucht ja noch Wochen eventuell, bis sich das etabliert. Ja, das ist auch ein Trade, der dann eventuell auf mehrere Wochen ausgelegt ist. Das ist ein längerfristiger Trade. Es ist nicht so, dass so eine SKS aufgelöst wird und wir fallen dann innerhalb von wenigen Minuten auf diesen Bereich, außer wir kriegen wieder so einen schönen Flash Crash zu sehen. Es soll nicht entgegen meinem Interesse sein. Also wenn ich mich short positioniere für mehrere Wochen auf eine Bewegung, wo wir sagen, ich ziele hier auf 500 bis 1000 Pips ab, die erwarte ich, dass sie sich trennen, die ich vielleicht dann darstellt und dergleichen, diese Bewegung, und das passiert in wenigen Minuten durch einen Flash Crash, dann soll es mir recht sein, also desto kürzer ich im Markt positioniert bin, auch wenn ich hier einen positiven Roll und dergleichen habe, aber nichtsdestotrotz, desto kürzer ich im Markt bin, desto geringer mein Risiko, ja, und insofern ist das absolut in Ordnung, aber nichtsdestotrotz, hier gilt es ganz offensichtlich auch weiter Geduld zu haben. Da sind auch diese PMIs jetzt keine so große, spielen keine so große Rolle. Ja, aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, wer sich gerade fragt, was passiert am britischen Pfund, dieser Datensatz, der ja, ist ganz offensichtlich in der Lage, weiterhin dieses bärische Sentiment, welches wir gerade im britischen Pfund vorfinden, Brexit plus mögliches Schottland-Referendum, plus US-Dollar-Stärke, die jetzt nochmal hinzukommt und britischer Pfund dann hier gegen den US-Dollar belastet, dann ist eben entsprechend so ein Datensatz in der Lage, nochmal die Bewegung auch ein bisschen zu beschleunigen auf der Unterseite. Warte mal, also die Frage, Pascal, hohe Inflation im EU-Raum, kommt Draghi unter Druck, und jetzt schreibt Bondtrainer schon was, glaube ich nicht. Ich habe im Handelsblatt gelesen, dass es seitens der EZB das Bestreben gibt, eventuell die Inflation vorübergehend bis 4% zu tolerieren. Okay, das habe ich nicht gelesen. Okay, das ist interessant. Also ich zum Beispiel, ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass man so ein, man sagt ja Overshoot in der Inflation, bereit ist zu tolerieren. Bis 4% muss ich allerdings sagen, das ist, das finde ich schon ziemlich viel, weil man führe sich auch vor Augen die aktuell niedrigen Zinsen. Wenn ich mir die politische Entwicklung auch im gesamten Euroraum anschaue,
Wie gesagt, Wahl, die in Frankreich ansteht, Wahl in Deutschland, Bundesregierung, die neu gewählt wird, jetzt in den Niederlanden, die spielen zwar keine so große Rolle, aber das kann dem nationalkonservativen Flügel sicherlich, wenn Wilders hier einen Erdrutschsieg einfährt, nochmal ein bisschen in die Karten spielen. Das ist tatsächlich etwas, vielleicht volkswirtschaftlich, theoretisch, im Hinblick auf den Abbau auch der Schulden, dann ist das durchaus etwas, was man argumentieren kann. Aber ich glaube, wir haben dort dann das Risiko, dass es zu einem ziemlichen Ungemach in der Bevölkerung kommt, wenn wir solch eine inflationäre Tendenz zu sehen bekommen, auch weil die Reallöhne sich ja nicht annähernd so stark entwickeln. Also das bedeutet, wir provozieren durch diese, durch eine solche Haltung, oder die EZB provozierte durch solch eine Haltung, ja, und vor allem, wenn die dann auch durch Brüssel mitgetragen wird, provoziert sie natürlich jetzt keine Verelendung, aber zumindest mal eine stark aufgehende Schere zwischen Arm und Reich, die sich ja sowieso schon auseinander bewegt. Also das heißt, soziale Unruhen werden provoziert. Ob man das wirklich halten oder argumentieren könnte, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich denke nämlich, und da sieht man auch schon, dass ich tatsächlich glaube, und das ist das, was Pascal fragte, ich glaube tatsächlich, dass die EZB oder Mario Draghi unter Druck kommen kann dadurch und auch tatsächlich schon unter Druck kommen dürfte. Und dass wir auch bis Sommer und auch danach vielleicht, also ja, Spätsommer vielleicht, ab September erst Andeutungen kriegen bezüglich der weiteren Verfahrensweise mit dem QE-Programm, ist auch kein so großer Zufall. Man hofft eventuell, dass sich das nicht weiter beschleunigt, also die Inflation nicht weiter stark anzieht und also vielleicht, dass nochmal zu einem schärfen Rücksetzer im Ölpreis kommt oder dergleichen, dass man dort es wirklich irgendwie schafft, nochmal die Kurve zu bekommen, dass man das QE-Programm nicht zu aggressiv, zu zügig beenden zu müssen. Denn das wäre nämlich genau das nächste Problem. Du würdest das QE-Programm vielleicht mit Aussicht auf die sozialen Unruhen dann vielleicht beenden, die entstehen könnten, wenn die Inflation zu hoch wird und die Enteignung des Bürgers zu schnell voranschreitet. Aber bist auf der Kehrseite natürlich auch daran interessiert, wie gesagt, das QE-Programm nicht rasant schnell aggressiv zu reduzieren, sondern langsam auslaufen zu lassen. Weil du natürlich das Risiko hast, dass es sonst zu Spikes in den Zinsen kommt und zu erneuten Turbulenzen beispielsweise auch Kreditmarkt und dass es hier zu Liquiditätsengpässen und dergleichen kommt, die ebenfalls sich wohlgemerkt in sozialen Unruhen niederschlagen könnten. Bankruns und dergleichen sollten Banken in Schieflage geraten, sollten Nationen wie Italien ganz besonders dann in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Deswegen könnte man sich jetzt schon die Frage stellen, naja, wäre es da nicht irgendwie sinnvoller, vielleicht einem QE-Programm festzuhalten, selbst dann, wenn die Inflation überschießt? Ja, das ist wie gesagt, es ist eine schwierige Diskussion, glaube ich. Also man kann da stundenlang drüber philosophieren. Meine Tendenz geht eher in die Richtung, dass man derzeit im Hoffen- und Warten-Modus sich vielleicht bewegt. Und dass sich auch darin dann zeigt, dass nächste Woche mit der EZB-Sitzung keine neuen Erkenntnisse geliefert werden, sondern dass man sagt, wir warten erstmal ab, wir schauen uns das an und dass man ausgehend hiervon wirklich dann im September darüber befindet, wie man weiter plant zu verfahren mit dem QE-Programm. Ich denke auf jeden Fall aber, dass Draghi und Co. aktuell Schwierigkeiten bekommen, ausgehend von der anziehenden Inflation. Die werden diese Zahlen, die jetzt seit Jahresbeginn dort zu den deutschen Verbraucherpreisen oder zu den europäischen Verbraucherpreisen veröffentlicht worden sind, das werden die nicht cool finden. Also das wird denen gar nicht schmecken tatsächlich. Davon gehe ich definitiv aus. Vielleicht ist man auch willens, die Inflation leicht überschießen zu lassen, aber wie gesagt, bis 4%, das ist echt, das wäre eine Zahl. Also wie gesagt, ich habe sie nicht gelesen, aber das wäre eine Zahl, wo ich sagen würde, da wird sich der ein oder andere deutsche Sparer mit Sicherheit dann auch mal zu Wort melden. Und die Tendenz, also ich sag mal so, man verbündet Martin Schulz da in diesem Zusammenhang sicherlich noch ausreichend mit Brüssel, dass das seine Wahrscheinlichkeit bei der Bundestagswahl einigermaßen positiv in Richtung Bundeskanzlerschaft abzuschneiden, massiv eindämmen würde. Ja, sagen wir es mal so. Wie gesagt, also das ist echt, ich finde 4% einen leichten Überschuss vielleicht 2,5% oder so, ja, aber 4%,
Das wäre schon eine Zahl, wo ich sagen würde, dass, da wäre ich mal gespannt, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Also ich persönlich würde es nicht so cool finden. Ja? Nicht, dass ich mein Geld nur primär auf dem Tagesgeldkonto dann parke oder parken würde, sondern ich finde es sogar in sich sogar super, wenn die Inflation stärker anzieht, weil das würde sicherlich weitere Kapitalzuflüsse zu meiner Vermögensverwaltung nach sich ziehen. Die Leute nämlich dann sagen, bevor das Geld mir so weginflationiert wird, dann gebe ich es lieber dem Jens, dann guckt der mal, vielleicht kriegt der auch ein paar Prozente mehr irgendwie für mich aus dem Markt gezogen. Aber alles in allem so als kleiner Bürger, weiß ich nicht, 4% finde ich ein bisschen, finde ich schon ein bisschen arg heftig, ehrlich gesagt. Aber Marie, die EZB ist doch unabhängig, ja, das ist doch kein Thema. Ironie aus an der Stelle. Das muss ich noch anfügen. Also damit werden doch auch die Wahlen maßgeblich beeinflusst, wenn die EZB solche Entscheidungen trifft und ihr Mandat derart überreizt. Wie gesagt, sie ist auch unabhängig. Ja? Deswegen, also da wird es doch, da gibt es diese Verflechtung noch mit der Politik gar nicht. Sollten wir jetzt nicht näher thematisieren. Ich muss nämlich tatsächlich auch gleich, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe nämlich noch das englische Morning Meeting. Ich sehe mich gerade, aber die Fragen will ich doch nochmal ganz kurz hier durchgehen. Aber an der Stelle, ich werde das nicht weiter kommentieren oder darauf eingehen, weil da könnte ich jetzt auch wieder so die ein oder anderen Gedanken zu formulieren. Die Menschen werden sich nicht anders zu helfen wissen, als ihr Kreuz zu setzen. Das dürfte nicht angenehm werden. Ja, wenn die weitermachen, dann werden die dann gewählten politischen Regierungen die EU zerfallen lassen bzw. aktiv trennen. Lassen wir das einfach mal so stehen. Kurzer Augenblick, Frage, wo kann ich mir das englischsprachige Morning Meeting anschauen? Ich hole mal hier kurz den Link drauf. Das läuft über den YouTube-Channel von JFD übrigens an der Stelle. Muss mal kurz gucken. Ich glaube, wir machen das lieber mal so. Als so. Kurzen Augenblick. Und zwar, ich mache das über einen anderen Tab. Hier. So, da habe ich auch den YouTube-Channel von JFD schon offen. Und das findet statt über den Channel. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu finden. Den direkten Link dazu. Ich stelle den nämlich immer über meinen YouTube-Channel, über meinen Dings ein, über meinen Twitter-Kanal. So, Videos, Discussion und so weiter. Bin ich hier überhaupt auf der richtigen Seite? Channels. Yourself, Video Manager. Ich probiere mal ganz kurz was anderes. Creator Studio könnte auch sein, dass man das hier vielleicht findet. Kurzen Augenblick. Livestreaming. Und Events. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Schedule an Event. So, wo haben wir es denn? You have agreed, go live. Okay, ja, blöd. Stream now. Also ich finde jetzt gerade den Link nicht dazu. Ich könnte nochmal über die JFD-Webseite gehen. Aber wir machen es einfach wie folgt. Ich stelle den Link zu dem einfach auch hier ein. Ja, im Englischen. Also es gibt auf Twitter einen Post, ganz genau. Ich stelle den Link einfach hier aber auch nochmal ein. Dann unter welcher URL das abrufbar ist. Wie gesagt, ich habe den hier irgendwo hinterlegt. Ich habe es aber jetzt leider nicht sofort verfügbar. Und damit lasse ich das Deutsche dem Ende zukommen und das Englische starte ich dann so gleich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Und ich verabschiede mich ins Wochenende. Passt auf eure Stops auf, erholt euch gut. Wie gesagt, sollte sich hier im Laufe des Tages noch was ergeben, vielleicht der DAX dann doch noch den Trigger finden. Ich finde es super schön, finde es super interessant, den Markt dann vielleicht auch gegen diesen Bereich nochmal zu shorten, wie geschrieben, eben hier mit diesem Setup. Sollte sich dieses Setup noch ergeben, dann würde ich das natürlich zum Thema machen, heute im JFD Live Trading TV 16.15 Uhr. Und damit lasse ich es gut sein. Also, Happy Trading, schönes Wochenende. Wir hören uns Montag um 9 Uhr, 2 Stunden wieder mit dem DAX Long oder Short oder um 10.30 Uhr mit dem Morning Meeting. Und bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.